Yep. Really? Ew, krabbelig. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Trollreport-Live-Bericht-Erstinspektion. Ich gucke mal schnell in die Settings rein. Okay, bei den Controls vertraue ich Ihnen erstmal. Invertierung schauen wir mal. Sprache, Englisch, Französisch, Deutsch. Lassen wir es mal bei Englisch. Subtitles, yes please. Packen wir mal deutsche Untertitel mit rein. Soll wohl reichen. Aim Assist, boah, Vibration, Die Auflösung soll uns genügen. Hey, Ultra, der traut uns ja was zu. Mal gucken. Okay, das soll erstmal reichen. Also, Trollreport, Live-Bericht, Erstinspektion. Heute mit A Plague Tale Innocence. Ich habe in letzter Zeit einfach zu viel davon gehört, dass dieses Spiel sehr atmosphärisch und auch emotional sein soll. Und wer den Kanal hier schon ein bisschen verfolgt, der weiß, emotional und atmosphärisch, da bin ich auf jeden Fall für zu haben. Und ja, heute war es dann soweit. Da habe ich es mir einfach mal geschnappt zum Vollpreis und würde da gerne mal reinschauen. Ganz kurz zum Regelwerk der Erstinspektion. Also, A Plague Tale Innocence ist ja relativ neu. Das heißt, das wird auf absehbare Zeit erstmal kein volles Playthrough hier werden. Da habe ich mich ja, wenn ich mich recht entsinne, damals bei den alten Trollreport-Podcast-Episoden schon mal zu geäußert. Und im Bloodborne-Live-Bericht, der leider noch ein ganzes Stückchen entfernt ist, geschnitten zu werden, weil ich den Quatsch ja chronologisch mache. Eines der Probleme, die ich immer mit Let's Plays gehabt habe, ist, dass ich es eigentlich blöd finde, gerade bei narrativen Spielen, die mir sehr, sehr am Herzen liegen, wenn die einfach brutal weggespoilt werden. Weil irgendwelche, ja, Online-Shooter wie jetzt aktuell Fortnite beispielsweise oder so Scherze wie Minecraft, also Sachen, wo es eigentlich kein stringentes Narrativ gibt, sondern wo es einfach, ja, man sich seine eigenen Abenteuer schafft, seine eigenen Geschichten erzählt werden im Moment-to-Moment-Gameplay. Das ist ja eine etwas andere Geschichte, aber wenn es die klassischen Singleplayer-Spiele betrifft, wo jetzt noch nicht mal wie bei Mass Effect beispielsweise sehr viele Entscheidungen im Weg stehen, die also wirklich schnurgerade ein stringent durcherzähltes Narrativ haben, dann finde ich das mit dem Let's Play immer ein bisschen schwierig, weil, ja, unter anderem bei Spec Ops The Line hat man es gesehen, ich habe einfach im Laufe meines Lebens zu viele Leute getroffen, die meinten, ja, Spec Ops The Line hat eine richtig geile Story gehabt, richtig coole Twists, hat mich richtig gepackt, so. Wo ich dann gefragt habe, ja, auf welcher Plattform hast du es denn gespielt, so? Ne, ich hab's gar nicht gespielt. Ich hab's mir im Let's Play angeguckt. So musste ich wenigstens kein Geld dafür ausgeben. Und das ist natürlich irgendwie was, was nicht so gut ist, weil ich sehe halt eh mit Grausen die klassische Singleplayer-Experience so ein bisschen sterben. Und auch wenn hier wahrscheinlich eh niemand drauf guckt, also das heißt, niemand kann man auch nicht sagen. Also selbst wenn es drei Leute gäbe, die sich das hier angucken und danach, wenn ich es voll durchspielen würde, sagen würden, naja, kenne ich ja schon das Spiel, dann muss ich mir den Rest ja nicht geben. Das wäre was ich nicht machen wollen würde. Wenn es denn gut ist. Ob es gut ist oder nicht, wollen wir zumindest jetzt erstmal in dieser Erstinspektion anschnuppern. Drücken wir mal New Game und Listening Mode, ja. Stereo Headphones, das ist richtig. HUD Present, ja, bitteschön. Die normale Game Experience, Immersive. Ah, ich glaube, für den Anfang lasse ich mir das hart mal doch da drin.
Unser Wappen. Oh, Familienwappen. Ein Baum. Auch ein Baum. Junge und ein Mädel. Jetzt also. Ich schwanke zwischen den beiden hier. Dieses Wappen ist Most Metal. Deswegen nehme ich das. Hey, smart, bereits im Ladebildschirm. Kleines Tutorial. Ratten haben Angst vor Licht. Kapitel 1. Das Derune-Erbe. Oder Derune? Wahrscheinlich eher Derune. You are dawdling, Amicia. How will you be able to follow the lords at hunt? Is that your only ambition for me? To follow? I will beat them and I will watch them eat my dust as I forge ahead. But for that, I shall need a good horse. You've been going on about this walk for ages. Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. I want to take the knight's challenge once more. The knight's challenge? But you're not 10 years old anymore, you know. Oh, please, father. I've trained hard for this. All right, let's go. Okay, die junge Dame möchte die Ritterprüfung ableben. Look at Leon. The Guian beast is in a hurry to fight it out. Your beast thinks with its stomach, as usual. Well, there's something you both have in common. That's harsh. Go on, boy. You'll find the prey. I believe in you. Don't get your hopes up. Let's keep going. Okay. In Fachkreisen bezeichnet man das, was wir gerade sehen, als Look, fucking beautiful. Your mother's ribbon is still here. This is where I courted her, you know. Yes, father, I know. If only she could come with us. We all have obligations, Amicia. You know, in a family. Hey, I'm trying to tell her something. Such authority, Knight Derune. Go! Bring something back for once. Right. As I was saying, we all have obligations. I have to manage these lands. Your mother has to take care of your brother, and you... And I hardly ever see you. I see mother even less. Listen. We're here for you now. So, follow me, daughter. Hey, wait! I hope you have your sling. Of course. Come on, then. Do you dare to enter the Trials Gate? Amicia Derune fears nothing. This apple tree was planted when you were born. It will prove your worth. Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... sacred apple tree have been corrupted by a great evil. If you destroy 6 of these rotten apples by the time I count to 10, I will make you a knight. I accept your challenge. I can see some stones near the trunk over there. Go and get them and tell me when you're ready. Okay. Vater-Tochter quality time. Ready? I'll show you I'm not a child anymore. All right, come back. Stand behind this trunk. You'll shoot from here. It shall be done. So, here we go. One. Verrecke! Dämonenapfel. 3, 4, 5. Come on, Amicia. 6, 7, 8. 9 and 10. Not bad. But your sling makes a devil of a noise. It was a present from you. Oh, yes. I'd quite forgotten. Goodness, what's up with him? Kleiner Knurrbart. He must have smelled the rabbit. Come on, quickly. You go ahead. I'll catch up with you. Thank you.
wait for me! Leo! A hunting dog is not supposed to lose its hunter. Leo! Where did he go? Ah, there you are! What did you smell? Oh gosh, a wild boar. What a good dog. Alicia, did he find something? Shh, come and see. A wild boar. Some game. This will do nicely for a little feast. I could use my sling. Well, that might work, but you'll need to get closer. This grass will keep you hidden if you stay low. Na, dann schleichen wir uns mal ran hier. Drinking. Time to make my move. It's over. Find a way to sneak up. You have to hit the head. Nicht gut genug. Careful. You have to aim for the head. I'm doing my best. I want that beast. I know. You can do it, my darling. There you are. Use the high grass. Stay low. Come on. Damn it. I can do this. I can totally do this. Come on. Mieses Schwein, Wortsinn. Jawohl. Does hunger always make you this accurate? But the feast isn't on your plate quite yet. No, no, no. Go, Leon. Don't lose the scent. I promise you, tonight we shall dine like kings. I have no doubt we will. Don't give up, Leo. I'm coming, Leo. Keep him there and you'll get a piece for yourself. Oh no, I'll sink in there. Okay, nicht durch den Modder, verstehe. Was ich sehe, gefällt mir sehr. The boar. It's bleeding. Muss mich dafür entschuldigen, wenn ich etwas ruhiger bin, aber ich will nicht die ganze Zeit unqualifiziert über die doch sehr reichhaltigen Audiokommentare hier drüber sabbeln. He stopped barking. He must have found it. His breeches were almost new. Someone's not going to be happy. Im tiefen, tiefen Wald. Ich weiß nicht, ob wir uns so wohlfühlen. The trees. What did that? Leo, come here! It's the boar. But how? Leon couldn't have done that. Leo! Come here! Leo! Ich kriege Valley auf die Final Vibes. Oh oh! Hundewinseln! Leo! I'm here! I'm coming! Who did this? Alter! Leon! Leon! What devilry is this? We must go. Immediately. Na, da haben wir ja schon eine grobe Vorstellung, was das gewesen sein könnte. Muss ja kein großes, böses Monster gewesen sein, sondern vielleicht auch sehr viele kleine, nagende. I shall organize a hunt. Go and find your mother. Tell her I must speak with her.
She's probably... looking after Hugo. Yes, of course. Amicia. He was a good dog. Where are the rivets for reinforcing the door? I haven't been able to make them yet. Did you hear about the English troops arriving? Chicken, 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 chicken. Hühnchen. Good day, Lady Amicia. Those new rivets will have to wait. By the way, any news about the town? Everyone is on edge. Some were bitten during the night. Sounds like the English to me. Now, why would the English go and bite people? I don't know. To keep us off balance. Vielleicht haben sie Hunger? Ja, erster Eindruck, wow. Also seriously, wow. Ich muss gestehen, ich habe von Asobo Studios, die das hier gemacht haben, noch nie was gehört. Und in einigen kleinen Details, manche Animationen vielleicht nicht unendlich flüssig. Ich denke mal, es gibt jetzt schon ein oder zwei Spiele, die das noch einen Tacken flüssiger machen. Aber die Optik ist sehr angenehm atmosphärisch und ja, einfach schlichtweg hübsch so. Die Charaktermodelle sind überraschend gut. Und... auch wenn das natürlich jetzt nach diesem ersten kleinen Tutorial-Bit ein bisschen schwierig ist zu sagen, ne? Das erinnert mich schon ein bisschen an eine andere Erzinspektion, vor der ich nicht weiß, ob die jetzt schon draußen ist, nämlich God of War. Auch da haben wir ja dann erstmal so das Kennenlernen, ein bisschen Socializen mit wichtigen Charakteren und erstmal so alltägliche Besorgungen. Jetzt rein vom Feeling, also da habe ich den direktesten Vergleich. Lady Amicia, did you have a good walk? Later, Floor. Tell the others that the forest is out of bounds until further notice. Yes, I'll tell them. Chicken, 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 chicken. Und ein Schwein. Hallo, Grunzi. Hallo. Na? Dreh dich nicht um. Der Fleischer geht um. Chicken. Ja, also am ehesten kann ich jetzt tatsächlich aktuell so was derartige Spiele angeht im Vergleich zu God of War ziehen. Und ganz ehrlich, die Startsequenz jetzt gerade eben muss sich da nicht groß vor verstecken. So, da betet wer? Bist du der Haus- und Hofmönch? Hallo? Da betet jemand gegen die Pest. Ist fraglich, ob die sich davon beeindrucken lässt. Hier auch die fallenden Blätter, Sonnenschein. I hope Mother's not too busy. This sunshine won't last long. The rain has already ruined the harvest. People are dying of hunger. We're lucky to be in this house. Mark my words. You're right about that. Oder hältst du dich mit der Gans? Knack, 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 knack. Das ist ja so geil. Ah, Gabrielle, is Mother upstairs? Yes, she spent the night there. The little one had another one of his attacks. She won't be in a good mood. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen exploriere. Aber so eine Erstinspektion, da müssen wir ja in möglichst kurzem Zeitrahmen mal rausfinden, was so geht und... Jause! I really like what I see here. Das ist jetzt auch natürlich auch kein Geheimwissen. Ich meine, Plague Tale wird ja momentan allen Ortens gefeiert. Aber... das sieht schon wirklich heftig gut aus. Okay, jetzt haben wir lang genug rumgesessen und uns umgeschaut. Gerbera. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das Gerbera sind. Ich habe null Ahnung. Mein Herbalism-Skill liegt bei knapp null. Da, das ist unser Wappen. Habe ich ausgesucht. Okay,
Okay, wir sind auf der Suche nach unserer Mutter und müssen ihr ganz dringend Bescheid geben, was hier geschehen ist. Sie kümmert sich um Hugo, den Kleinen. Etwa Victor Hugo? Wir müssen ihn unbedingt beschützen, damit er irgendwann kluge Sachen zum Urheberrecht sagen kann. Yes, Lady Beatrice, leave it to me. Louise, have you been to see Mother? Indeed. Do you want to see her? It's important. Father's orders. Oh, in that case, I have to finish your room. By the way, I've left a little something for you on your bed. Come and see if you like. Ah, thank you. Eine kleine Aufmunterung können wir jetzt sicherlich brauchen. Auch sehr schön, wie sie uns gleich mal zu unserem Raum geleitet. Oh, Leon. What am I going to do here without you? Oh. Ja, kleine Aufmunterung, nachdem Hundi jetzt weg ist. It's the placemat that Mother made for me when I was a little girl. I've been looking for it everywhere. Okay, Kuriositäten. Nein! Es gibt Lore-Items. Ich raste aus jetzt. Handgewebte Untersetzer sind oftmals mit Spitze dekoriert und werden vor allen Dingen dazu genutzt, die Tische von heißen Gerichten zu schützen. Dieser Untersetzer ist verziert mit dem Familienwappen, einem traditionellen Muster für junge, gut erzogene Mädchen, wenn sie das Sticken lernen. Okay. You're welcome, sweetness. Look after it now. Danke, liebe Luise. Luisa? Tut mir leid, ich habe mir deinen Namen noch nicht gemerkt. Wir arbeiten dran. Ja, wie gesagt, ein bisschen explorieren muss sein. Normalerweise würde ich jetzt nicht so lange warten, weil ich mir vorstellen könnte, dass unser Amicia vielleicht anderes zu tun hat, als erstmal hier irgendwie ihr eigenes Haus zu looten. Nämlich zu ihrer Frau Maman gehen. Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. My dear, I really wish I had the time to listen to your adventures, but... Harsh. But it's true. Leon was lying there on the ground, and then he was... Shh. You are to stay here with your brother. What? Why? What's Close happening? The door behind me and do not open the shutters, whatever happens. But Hugo... He is not contagious. I realize you hardly know him, but he will be all right. Trust me, Amicia. Yes, Mother. Okay, wir kennen Hugo kaum. Sollen wir hier bleiben? Mami? How long has he been here? 4 years? Mami, 5? Where is he? Come Hugo? Versteckt er sich? Hinter der Burg. Hey, kleinst Mensch. It's me. Your sister? Amicia? Hello. We haven't seen each other much. Mummy will be back soon. Move! Come on! What the hell is going on? Did he talk? No, Lord Nicholas. He killed two of our men. Where is he? The fuck? I won't ask again. Where is your son? In good hands. Sagt dem Chaos Space Marine gar nichts. The fuck? Okay. Search the house. Is that Mommy?
happening? Shh. I know you're here, kid. I don't have time to play games. Okay. Let's go. Where's mommy? Shh. Hugo, it's me, Gabriel. Come here, quickly. Hey, you! What the hell are you doing? Let's go. Where's the kid, huh? Leave him alone. Shut your mouth. He belongs to the Inquisition. Oh, no. Oh, no, 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 no. I don't know anything. There you go. That'll teach you. No. Okay. I'm begging you. Hugo's not here. And you, stay. Come on. It's very clear. Okay. Where is Hugo Darun? Nein. Oh, liebe Luise. Spacko. Aber leider sind wir nicht in der Position, um ihn jetzt schön von hinten stealth killen zu können. Also, nee. Amicia, what's going on? Mother, I have to find Mother. She'll know. Oh my God, Luis. You think it's funny making me run like that? Amicia. We need to move. Don't look. You must have a higher power. Alter. No. No, Amicia. We have to keep going. Again. I have no idea. I only do the laundry. Listen, this is your last chance. Tell us what you know about your mistress's research. Okay, also sie wollen offensichtlich sowohl Hugo haben, als auch irgendwas über unsere Mutter rausfinden. Und bringen ja einfach alles links und rechts radikal um. Hups. Well, well, well. Where do you think you're going? Modi-Bonus läuft. My children. Einen netten Klunker hat sie da um Hals. Sie ist die Bernsteinhexe, oder? Und ja, ich weiß, dass Bernstein anders aussieht, aber ne. What is happening? We will be all right. Do you hear me? Come on. Hugo. Take your sister's hand. I'll go first, and you just have to follow me, all right? Die Chaos Space Marines haben es offensichtlich auf sie abgesehen, also. We have to cross the gardens. Amicia, hold your brother's hand and follow me in silence, all right? Yes. Yes. Stay here and not... You can come here. Yes. Okay. Guards, watch the exits. No one get... They are everywhere. Trust me. Through the grass, they won't be able to see us. Wait. Mommy. Shh. Okay, General Grauer Star hier. Hey, I've got another one. Who is it? The gardener. Knows the family well. Says he watched the kids grow up. Yes, the little one loves flowers. I used to take him some. Flowers? You can do better than that. Take him. Make sure he tells you everything he knows. Please, don't. Shut up. Move. Worked. Shh. Hide. I've worked here all my life. They're like family to me. You'll get nothing out of me. Go to hell. Oh, yeah? You first. Listen, have a little think, and I'll come back later. And you, don't die without talking to me first. Bastards. Cowards. Oh, stop. You're breaking my... I have to get through. You know, Amicia, help him. I'll carry you. All right. All right. But Robert the Rune doesn't... Be careful getting down. Yes. Even though we got a noble cause. Go on. It's just a boy and a bunch of peasants. How long can it take?
Oh, kann ich bitte hier irgendeinen von diesen Pennern erwürgen? Look out. They'll see us. We have to get further away. If I can hit the helmets in the crates over there, your sling will give us away. I can throw it instead. No, Amicia. Your sling will give us away. You're right. Okay. What was that noise? Right, let's go. Der fiese Helmolm, du solltest ihn dir dringend angucken. My head. Breathe, Hugo, like I showed you. What's wrong with him? His illness has awoken. We need to go faster. I need to calm down. So, the boy? He's hiding, but Lord Nicholas is tracking him down. He's the Grand Inquisitor's right hand. The guard has never had a better captain. Good. At least he got the father. And soon he'll get the son. Mother, why? What do they want from him? I'll explain later. We have to get out of here first. Okay, Umgebung anschauen und metallene Objekte. Ah, guck mal da hinten. Ja, ja, ja. Hui. Let's go. I'm going to see. Be careful. You never know. Großinquisitor, huh? Na ja, gut, jetzt wissen wir wenigstens, wer die Chaos Space Marines hier sind. Throwing one of these pots. Really? The noise will attract him. We'll slip past behind his back. All right. Nothing here. Delightful news. Okay. Listen, I know what you poor people are like. Always got a sneaky coin hidden somewhere. Okay, RB gedrückt halten, um was auszusuchen. Ich suche aus den Pot. Und dann LB. I should have been an executioner. Always plenty of work and you're in the warm. Ah, okay. Alle, die weiß angezeigt werden, werden es hören. Und der, der am nächsten dran ist, der investigiert das dann. Testen wir es? That noise. Ja, komm. Better go see what it was. Hol ihn dir, Tiger. Come on. Depp. Oh, no, no, no. Stay calm. Hold my hand tight. In the wall. Yes, Hugo. I'm sorry. I know you're scared, but if you get through there, you can open the door for us. You're the only one who can do it. What's behind there? Just concentrate on the door. You're a brave boy. You prove it to me every day. Amicia is going to let go of your hand. Then you can quickly go through, all right? All right. Oh. Be strong. People. Hold my hand. Come on. Mercy! Mercy! Wait. Jetzt hört doch mal auf hier. Mercy won't make you run faster, my lad. Arschgeige. Come on. Okay. We can do this. Follow me. Also Frau Maman ist ja wirklich relativ adept. Coming. Amicia, you have to help him next time. Sorry. Oh, my head. What is wrong with him? An attack. Listen to my voice, Hugo. You know how this goes. My eyes. My head. Listen to me. Breathe. Think of the cloud that you breathe in. Give him a little time. I think so. So, let's continue. Courage, my darling. Oh nein. Dem kleinen Mann geht's nicht gut. Follow me. Quietly now. I'm coming. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich vergessen habe, ihm hochzuhelfen. Oh. There you go.
Thank you. We can go now. It's too risky with Hugo. He's slower than us. There are bots over there. I could cross, make a diversion. Alone? Yes, you'd have more time. Okay. I can let you know when it's all right. Be very careful. Komm, lass sie, und ab dafür. Schnell eingesammelt. Joink. Und ab ins Gebüsch. Okay. Well. Mother and Hugo need time to get through. Okay. What was that noise? I need to call them now. Vielleicht können wir noch ein zweites Mal. Oh. The second time. I need to see this. Okay, seid ihr durch? Okay. Okay, schätze ich. Still nothing. Nothing at all. All right, let's forget it. Ja, mach mal. Asi. The garden gate. We should be able to get out of here. There's one guard left. The scarecrow. I used to practice firing at it. But he will come this way. Yes. Wait until he goes away again. All right. Leave this to me. Okay. Also diesmal mit den Steinchen. Und dann Sir Helmelot. Schön eine an die Oma. That noise. I think it came from over there. Eins, zwei, drei. Go away. Get out of here. Now. Okay, und ab. Ja, 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 ja. You're alive. This way. This way. Follow me. My darling, go and hide quickly now. Oh, er nimmt die Hände über den Kopf. Madame, they are here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes, he helped me treat Hugo. He will look after you. And what about you? You have to come. You do not need me, Amicia. You are. But I do need you. I need you. Nein, wieder der habende Champion des Korn. Hurry now, follow the river. It will lead you to Laurentius. Mother, no! Okay. Hugo, follow me now. Okay. Where's Mommy? Ja, wir müssen jetzt auch laufen. Okay, sie schießen auf. Ja, hallo. Beruhigt euch bitte. Okay, was genau geht ab? Oh, fuck. Ich kann mich nicht umsehen. Kapitel 2 erreicht. Die Fremden.
Ja gut, dass die Mutter jetzt irgendwie gefühlt so ein bisschen ein Bedrohungsszenario hatte, das gebieten die Regeln des Genres. Aber dennoch, yikes. The village must be further on. Someone there should be able to help us find Laurentius. Hugo? Hugo? Mommy won't be happy when she finds out I fell in the water. Well, let's not mention it when we see her, all right? Come on. First we have to get dry. Tja. Sehen wir uns immer um. Misha, why did they want to capture us? I don't know. I don't want to think about it right now. We'll ask Laurentius to take us to see Mommy and Daddy. Yes, of course. Ja. Über kurz oder lang wird er vermutlich eh rauskommen, aber für einen Moment ist es vermutlich sinnvoller, ihm nicht gleich die frohe Botschaft zu überbringen, dass die Familie spontan etwas kleiner geworden ist. In zweierlei Hinsicht. Okay, also hier, ne, das ist, ich weiß nicht, ob sich das im späteren Verlauf noch weiter aufästelt, aber wir haben hier schon relativ klare Spurführung, sag ich mal. Was aber scheißegal ist, weil zumindest, was wir sehen, das sieht einfach toll aus. Eine der spannenden Fragen, also ich wusste ja, dass es im Endeffekt, dass man in die Rolle eines jungen Mädchens schlüpft, die auf ihren kleinen Bruder aufpassen muss. Und da ist ja immer so ein bisschen die Frage, okay, was kriegen wir hier geliefert? Sagen wir mal eine Ellie oder meinetwegen auch Elizabeth-Situation oder eine Resident Evil 4. Wie ist die Tochter des Präsidenten gleich nochmal? Also die nervige Art von Escort Quest. Bislang, muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Ein bisschen wie Aiko, auch dieses Händchenhalten-System, nur dass die Geschlechterrollen vertauscht sind. Where is everyone? Knack, 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 die Gans. Okay, hier ist komplett alles verlassen. Hoffentlich ist hier alles verlassen. Also, sagen wir mal so, ein paar nette Dorfbewohner treffen wäre cool. Noch mehr Chaos-Kultisten eher nicht so. Oh, ich höre schon wieder Fliegensummen. Aber gut, Pferdchen hat's noch, also. Nirgendwo was zu erkennen. They're really big. They won't hurt you. What are those noises? Are they sick? They're just clearing their noses. Come on, we have to go. Okay. Fauchen. Sagt man im Deutschen, wenn Pferde diese Geräusche von sich geben, dass sie fauchen? Hugo, not now. But... Don't touch them. They're all rotten. But I'm hungry. How can you think of food right now? Ew, dude. Das sind nicht die guten Bestrahlten. Das sehen wir von hier. Jetzt wissen wir auch, wo das Fliegensummen herkommt. Ey. Smoke. There must be a lot of people. Jupp, da räuchert es nett. Also mal gucken hier. Excuse me, please wait, madam. What's the matter with them? They look scared. Okay, offensichtlich hat man hier Angst.
Excuse me, I'm the daughter of Lord Robert Darun. We were attacked, we need help. Please, it's very cold. Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Das musst du auch erstmal bringen. Tapfere junge Dame und ihr kleiner Bruder, die ganz nett fragen und so. Nein, nein. Verreckt ihr mal da draußen, ihr Blagen. I don't believe it. They're hiding. Spackos allesamt. Rückgratloses Pack. We've waited too long. I told you we need to leave. And go where? Someone's there. We'll come back later when things are better. We'll all be dead before things get better here. That's enough. Oh, look. Someone's drawn something on the doors. Come back here. That means there are sick people in these houses. Don't touch anything. Oh, they're not allowed to go outside. It's more serious than that. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right. Sorry. Mo. The village is contaminated. That's why everyone's hiding. I can smell something cooking. Is it a fair? It doesn't sound like a fair. Good Lord. Alter, echt jetzt. Ja. I'll be damned. Here's the rest of them. What? No, wait, we're just looking for someone. And you found him. It's your damn music what brought them out, huh? Those dirty vermin that invaded our church. That filth would attack our children in their beds and gave them the black thing. But now you've found Conrad Malfort. And I'm telling you, this is the last village you'll infect. Amicia! Come on! Okay, echt jetzt? Just run! But why are they angry? Are they going to burn us too? Schalalalala, schnell weg. We have to hide, Amicia. Here, get inside, quickly. Ach nö. He's quiet. He's going to see us. Don't move. Have to wait. Wait. Until they show themselves. Then we'll get him. Da haben wir eine Metalldingi. Okay, warte mal. Nicht, dass ich es verpeile. Eins, zwei und lass klong. What was that noise? Da komm mal runter, Knackbert. Come on. Und ab. Komm. Yep. Nothing. We showed him. Jo, dem haben wir es gezeigt. There you are. Not that way. No. Where are we going? Come on, just run as fast as you can. There, the wall. They're coming. Quick. Hoppala. All right. We should never have come here. Why are they doing that? They think we have brought evil with us. We have to find a way out of here. Was ist das? Let's push it. Yes. Da. Ah, damit können wir dann da hochklettern. Okay, das. Warte mal. Wie war die Ansage nochmal? We need to push. All right.
Jetzt so, genau. Ja. Okay. Und da haben wir es. Müssen also ein bisschen mit der Kamera arbeiten. Good, we can climb onto it now. Fühlte sich jetzt nicht ganz flüssig an, aber hey, es sind auch zwei kleine Kinder, die das Ding hier geschubst haben. Irgendwie passt das ja auch. Dass sie hier nicht Sokoban spielen wie die ganz Großen. Jupp. Rüber mit dem kleinen Wicht. Steine haben wir schon genug, okay. Und jetzt, Ah. The chain doesn't look very strong. But it will make some noise, right? Do you have a better idea? Okay, dann. Ja. Räum's. Und das können wir jetzt bestimmt nach da hinten schieben. Yes. Sehr gut. Und hier hochklettern. Come, I'll get you up. Right. Okay, also, das gesamte Feel erinnert mich halt, na gut, es ist halt ein Third-Person-Action-Adventure, wobei die Betonung eher bei Adventure bisher liegt als auf Action. Trotzdem so irgendwie so ein bisschen eine Waffengattung gefühlt, so vom Spielgefühl her wie die erste Stunde, ersten anderthalb Stunden von God of War. Minus halt die Schnetzeleien. Ich muss gestehen, momentan vermisse ich sie noch gar nicht. Und tatsächlich ist ein großer Pluspunkt, den der Plague Tale hat, dass der Protagonist halt eben nicht der fucking Gott des Krieges ist. Mit irgendeiner Kälteaxt oder Chaosklingen und vor allen Dingen den Gonaden aus waffenfähigem Plutonium. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But you have your sling. You can protect us. It's not that easy, Hugo. Oh. Oh, knuffiger kleiner Wicht. Er verlässt sich auf uns. Hm. Ach, go fuck you, alte Hexe. Go and climb, you first. But don't look safe, Amicia. We're running out of time. They're coming. It's going to break. No, no. I told you. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here. This side. Okay. Yeah. There you are. I found this, so you can climb up. Well done. I'll get it to fall. Watch out. Yep, und ab. Come on, come on. Well done. I'm scared. I'm sorry about the ladder. It's my fault. You were right. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. Nützlicher kleiner Wicht. Hast du gut gemacht. Okay. Hackengas. Amicia, hide! Well, where the hell are they? Come! We've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. If I catch those brats, I send them back to hell, piece by piece. They won't get out of here alive! Conrad lost his mind when his kid died. We have to burn innocent people? Chase kids? Meanwhile, the plague spreads through the village. You think it's normal to have a girl and a kid running around here with the things the way they are? I bet they came out of the church with the rest of that scum. Okay, also, zwei Sachen. Conrad Melford, der Mann mit dem netten Zweihandstreithammer. Offensichtlich Banane. Aber gut, dazu hätten wir die zwei Dorfbewohner nicht belauschen müssen. Und
Parallel dazu scheint die Kirche von irgendeinem Übel überrannt zu sein. Thema Kirche. Diese jene welche? Okay, machen wir erstmal Ding-Dong. Ja, komm, geh suchen, du Trottel. Conrad hat offensichtlich sein Kind verloren. Vermutlich, wenn man seine Rede von vorhin bedenkt, durch das, was da in der Küche passiert ist. Okay, wir haben einen Topf, oder? Wenn wir den Topf... Okay, kriegen wir hin. Und joink! What the hell was that noise? Schau mal besser nach, Sichelmeister. Und ab dafür. Where? Oh, no, not again. Yeah. Oh Mann, ey. Which way? I don't know. There's no way out. Oh no. Quickly, please. I'm trying. I don't hold them for long. Quickly. They know we're here. Okay. No, it's stuck. Das ist schlecht. Go through there. Open it for me. Right. What the hell are you all doing here? They're blocked into the plank. Can you unblock it? I'm trying. Hurry. Quickly, Hugo, please. I can't. Hugo, he's here. I'm coming. Hugo, do something. What? Run. To stop him, Amicia. Oh, please, we've got to carry on. Just a little further. Dead end. We're finished. This way. Don't be afraid. Come in. Okay. Irre Hexe, die gerne Kinder in ihren Ofen schmeißen will, oder die einzig nette Person in der Stadt? Where are they? Listen. We'll tell Conrad we lost them. I'm not staying here. Shh. Rest now. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Are you sure? Thank you. Okay. Wollen wir wirklich nach da oben gehen? Spielt die Alte ein doppeltes Spiel oder müssen wir uns gleich schämen, dass ich sie gerade Alte genannt habe? Incense. It smells like home. Mother used to use it. Okay. Weihrauch und Kräuter. Alchemisten wissen es und das Volk beginnt es langsam zu vermuten. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der infizierten Menschen. Es reist auch mit ihnen herum. Die Leute beginnen damit, die Luft dafür verantwortlich zu machen. Der Gestank, der die Anwesenheit von Fäulnis und damit Krankheit signalisiert. Um sich also vor dem großen Bösen zu schützen, wird die Luft an kontaminierten Orten durch das Verbrennen von Kräutern gereinigt. Auch auf das Risiko hin, dass man damit die gesamte Nachbarschaft abbrennt. Ja, das war ja tatsächlich so ein Ding, dass diese Miasma-Theorie im Mittelalter gerade auch von den Pestdoktoren großflächig vertreten wurden. Weshalb die Pestdoktoren, also die Jungs mit dem lustigen Schnabel, die Original Mr. Schnabel, genau diese Schnäbel hatten, wo sie halt immer irgendwelche Kräutertinkturen oder sonst was reinträufeln konnten, in der Hoffnung, dass das intensive Aroma, wenn sie sich da so schön so eine halbe Packung Vigvaporub reingeschmiert haben, dass das ausreichen würde, das Miasma von ihnen fernzuhalten. Nicht ahnend, dass die Pest eigentlich durch was völlig anderes übertragen wurde. In jedem Falle haben wir hier also so Kräutersammlung rumliegen und Hugo sagt, dass Muddern das auch immer so gehalten hat. That's better. What about you? We have to go and find Mommy Amicia. Not yet. She told us to find Laurentius. But that's silly. We're going to get caught. Hugo, we're going to do what she told us and that's it. Hugo, wait. They fit you. Good. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Claire V. I'm Amicia.
And this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clovis, what is happening here? The plague. So many people dead. And those still alive have... But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps... A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. Okay. Feel free to use the tools by the workshop. Aber ich sehe definitiv more badass. Und klar, wie die alte Dame hat uns offensichtlich nicht in den Sack gehauen, sondern unterstützt uns. Und... Okay. Scheint offensichtlich gleichzeitig noch so eine Art Fixer zu sein, denn sie hat mit einem scharfen Auge erkannt, ey, du hast eine Schleuder. Aber deine Schleuder performt noch nicht nach Standard. Geh einfach mal zu mir nach hinten in den Laden, da findest du alles, was du brauchst, um dir die Megasling 3000 zusammenzuknüppeln. Nein, so natürlich auch nicht. Das wirkt ja jetzt ein klein bisschen gamey. Sie hätte auch sagen können, hey, ich sehe auch, du hast Schusswaffe. Aber so wird dir Schusswaffe nicht viel bringen. Du solltest zu mir nach hinten in den Hof gehen. Dort findest du Crafting Bench. Nutze die Lederstreifen, um Crafting zu betreiben und deine Schusswaffe. Ich denke, wir verstehen uns nicht. Ich werde die Gelegenheit jetzt an der Stelle nutzen, um die erste Folge der Erstinspektion hier am Lagerfeuer ausklingen zu lassen. Unser kleiner Wichtelbruder Hugo, der muss ich auch erst einmal aufwärmen. Ja, was man bisher gelesen hat, würde ich eisenhart so unterschreiben. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich Bock drauf, zu wissen, wie es weitergeht. Ich finde Amicia bislang eine tolle Protagonistin. Klar ist sie so ein bisschen das, sie geht so ein bisschen in die Richtung Modern Disney Princess, ne? Also so Schussrichtung Mulan etc. Also für ihr Alter und für... Ich weiß gar nicht, also für ihr scheinbares Alter, also ich denke mal, die 18 dürfte sie noch nicht geknackt haben. Und naja, für die Zeit, in der sie lebt, ist sie halt schon relativ burschikos und relativ capable. Aber sie ist nicht unsympathisch, sie ist kein sinnloser Badass und sie ist definitiv nach allem, was wir bisher gesehen haben, keine Mary Sue. Und ganz ehrlich, ich meine, das soll hier ja keine Simulation sein. Also so die Argumentation, naja, so ein Mädel wäre niemals so kompetent, wie sie es hier ist. Also, Fakt ist nur, ist ja egal. So. Die meisten Männer wären auch nicht so kompetent wie ein Solid Snake oder auch, soweit es das angeht, wie ein Joel aus The Last of Us, wo ja durchaus so eine gewisse Ähnlichkeit besteht, nicht wahr? Ja, der kleine Hugo ist knuffig, nervt nicht allzu sehr, Amicia rockt, Clairvy ist nice, schätze ich, soweit. Von der Warte her... läuft ja. Zumindest so halbwegs. Mal schauen, ob wir beim nächsten Mal den guten Dr. Laurentius bereits aufgetan bekommen. Ich verabschiede mich erstmal mit meinem Zwischenfazit und das sieht verdammt nach einem Daumen hoch aus, weil, läuft. Wir wissen, wie es weitergeht. Mag die Charaktere. Die Optik ist überraschend schön. Gerade dafür, dass es mehr oder minder von einem Indie-Studio stammt. Geil, geil, geil. Also, jetzt schon mal eine vorsichtige Empfehlung. Wenn ihr Lust auf sowas habt, so zieht dahin und kauft ein. Ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt nicht, wie sie es dann im Nachgang jetzt noch vergölzen müssten, dass man sagt, fällt aus, überwegen ist nicht. Macht's doch nicht. Ne? Und ich meine, das Spiel ist zwar, wie gesagt, relativ neu, also wird es jetzt so schnell nicht mal eben für einen flotten 4,99 € über den Tisch gehen, aber ja, stellt euch vielleicht auch mal die Frage, die ich mir heute früh, als ich die Entscheidung getroffen habe, das Spiel zu kaufen, gestellt habe, ungesehen mehr oder minder. Nämlich, wenn das Ding wirklich gut ist und wenn es wirklich so gut ist, wie alle Leute sagen, und es würde vermutlich einen Grund dafür geben, warum es so gefeiert wird, wie wir jetzt gerade auch gesehen haben, gibt es den ja auch, dann will man nicht vielleicht, dass so ein Experiment dann auch honoriert wird? Es fällt ja natürlich immer relativ leicht zu sagen, ja, ach, ob ich jetzt nun also 50 € dafür bezahle oder 4,99 €, davon wird der Erfolg ja nicht abhängen.
Wiederum, wenn alle Leute das so sagen, und ich glaube, sehr viele Leute haben noch diese Tendenz, dass sie selbst bei Spielen, wo sie sagen, die sind wirklich gut, da haben sie wirklich Lust drauf und rein theoretisch ist das Geld auch vorhanden und trotzdem aber sagen, nee, ich bin halt ein Sparfuchs, ich kaufe es mir für 4,99. Es kommt halt irgendwann der Punkt, das muss man sich halt auch immer klar machen, wo ein Spiel dermaßen im Rabatt gesunken ist, dass es strukturell dann halt wirklich keinen Unterschied mehr macht, ob man sich's kauft oder nicht, weil der Erfolg des Teams und die Frage, ob das Team, was dieses Spiel erschaffen hat, letztendlich ihre Arbeit honoriert bekommt oder nicht, ja, von 3,99 €, die man auf Steam bezahlt, da purzelt, kann man sich vielleicht vorstellen, hinten raus bei den Designern nicht so viel hinten rum. Also kontrovers das vielleicht sein mag, da kann man sich's genauso gut raubkopieren und noch ein ganzes Stückchen früher spielen. Klar, nicht jeder hat die Kohle, das ist schon völlig logisch. Das ging mir lange Zeit ja auch so. Aber gerade diejenigen, die die Kohle vielleicht haben, auch gerade diejenigen, die gar nicht mehr so viel Zeit haben, irgendwie alles zu zocken und dann halt sagen, okay, ich nehme mir halt nur die Sahnestückchen her. Ja, wenn euch ein Spiel schon die Zeit wert ist, es da rein zu investieren, haut doch mal einen 40er irgendwie raus. Wie gesagt, aktuelles Fazit ist, wirkt mir sehr stark so, als wäre das für Plague Tale Innocence definitiv gegeben. Dass es diese, ich glaube, zusammen habe ich jetzt irgendwie 45,99 € bezahlt oder was, dass es die wert ist. Ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, unterstützen ist da auf jeden Fall mein Credo. So, genug jetzt an der Stelle hier die Moralkeule geschwungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit unserer taffen Kumpeline Amicia, die offensichtlich ein bisschen kamerascheu ist. Ja, so haben wir doch ein schönes Porträt hier. Die sympathische junge Dame und ihr knuffiger kleiner Bruder. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Eine Folge gibt's garantiert noch, vielleicht sogar eine zweite. Das ist die absolute Oberdeadline für die Erstinspektion. 3 Folgen, dass man genug Zeit hat, mal so in das Spiel reinzuschnüffeln. Ja, ganz vielen lieben Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich kann nicht speichern. Na gut, werden wir ja dann sicherlich sehen, wo er uns dann wieder rausschmeißt. Ja, bitteschön. Macht's gut. Ciao, ciao. Yep.